Willkommen zurück beim Let's Play von Battlefield 4. Wir sind hier auf der USS Ramage, glaube ich. Und wir müssen Irish finden. Ach, wir sind sogar in die Richtung, deswegen gehe ich mal noch in die gucken. Ach so, das war die sogar. Die Maus hat bloß wieder ein bisschen rumgesponnen. Richtig große Kammern hier, oder? Mann, Mann. Hat man auch nicht viel mehr Platz als auf dem U-Boot. So privatmäßig. Hallo. Ob hier irgendwo noch vielleicht was versteckt ist, wie in der anderen Mission, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber sieht nicht so aus. Frische Luft. Vor 100 Jahren hätten wir sie am Arsch gehabt. Sie sind geblieben, diese scheiß Chinesen. Wir wissen nicht, ob sie Chinesen waren. Willst du wetten? 100 Mäuse, dass sie es waren. Wenn wir uns mit den Titan treffen, wissen wir es mit Sicherheit. Hey, Station 6! Seht ihr was? Negativ, wir sehen nichts, aber ganz in der Nähe muss Land sein. Meinst du wegen der Möwen? Wir können immer noch auf die altmodische Weise navigieren. Herr Garrison, die alten Karten schon rausgeholt? Zurück an die Arbeit! Ich hab seit Shanghai nicht mehr zu Hause angerufen. Scheiße, musst du glauben, wir werden abgetaucht. Ist doch erst ein paar Tage her. Wir wissen bestimmt vom EMP, dass wir irgendwann wieder online sind. Vielleicht. Trotzdem würde ich gerne mal zu Hause anrufen. Selbst hier haben die scheinbar keine Elektrosachen mehr. Scheinbar fahren die jetzt auch mit Kohle oder was? Wieso kommt der Rauch raus? Wieder die alten Dieselmotoren anspringen lassen. Die sind da. Okay. Hat sich erübrigt. Mach auf. Mandarinen. So, was liegt denn hier an? Irgendwas. Ich glaube, das wird verkauft. Okay. Das EMP hat uns übel erwischt. Sergeant, der Tag ist noch lange nicht vorbei. Trevor, gehen Sie mit Ihren Leuten runter zu den Generatoren auf L4. Die Hydraulik steht still. Ihr müsst die Zuleitung überprüfen und die Abflüsse. Verstanden? Als nächstes müssen wir die Klimaanlage und die Filter wieder zum Laufen bringen. Team Powers, ihr kümmert euch drum. Fangt mit Abschnitt B4 und E9 an. Seht mal, wie weit ihr kommt. Und Stamper, Underwood. Ich habe schon wieder eine Meldung, dass der Raum unter dem Fahrzeugdeck vollgelaufen ist. Seht euch die Pumpen an, da kann was nicht in Ordnung sein. Okay, ich denke... das schaffen wir bis zum Schichtwechsel. Ich sehe es mir noch mal an. Okay. Doll, doll. Darf ich durch? Einen Blick. Du stehst im Weg. Ich muss hier lang. Habe ich hier Mädels gehört? Ah, da kommt auch wieder nicht lang. Oh, du siehst aber schick aus. Cool, wa? Alter. Guck mich an. Guck mich an. Ich glaube, das sind die... Das sind die ruhigsten 5 Minuten im Spiel bisher. Wrecker, leg Irish an die Leine. Ihr Clowns bringt die halbe Stadt mit an Bord und macht uns zu einem Auffanglager für Leute, die uns einen Dreck angehen. Sie sind der Feind, verdammt.
Das Problem wird wohl bald an die Titan weitergereicht. Dann hast du es nicht mehr an der Backe. An alle. Den medizinischen Offizier steht nicht genügend Blutkonzerns zur Verfügung. Es müssen noch zahlreiche Verwundete versorgt werden. Bitte auf der Krankenstation melden, um Blut zu spenden. So, wo lang diesmal? Nach rechts. Ich will gar nicht zur Krankenstation. Ach, du bist doch. Ihr Mann hat vor einigen Minuten gesprochen. Aber die Kopfverletzung könnte schlimmer sein als gedacht. Sie können hier nicht rein, Mann. Sind Sie verrückt? Mein Mann ist da drin. Tut mir leid. Lassen Sie mich rein. Wer hat hier das Sagen? Bitte treten Sie zurück, Ma'am. Sie ist auf unserer Seite. Lassen Sie durch, Leute. Sie müssen eine CT machen. Vielleicht hat er intrakranielle Blutung. Dazu fehlen uns die Mittel. Der Großteil unserer Ausrüstung wurde vom EMP zerstört. Wir wollen uns mit der USS Titan treffen. Dann können wir deren Einrichtung nutzen. Ma'am, bitte. Ich behalte Ihren Mann im Auge. Ich bleibe. Ich habe eine medizinische Ausbildung. Gut. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Bewusstlos. Gar nicht gut. Irish sucht nach dir. Er ist auf dem unteren Fahrzeugdeck. Habt ihr euch endlich wieder vertragen? Ich wusste gar nicht, dass wir verstritten waren. Vielleicht, weil ich die Scheibe zerschossen habe? Ich habe keine Ahnung. Das Ganze ist doch gefährlich. Wenn Admiral Cheng auf Krieg aus ist, kann er uns angreifen. Wir wären tot, bevor wir es überhaupt merken. Hoffentlich ist es nicht so schlimm, wie es aussieht. Oh yeah, wo ist denn... Wenn wir auf der Titan sind, wissen wir es mit Sicherheit. Ist das... Die Schadenskontrollzentrale bittet darum, alle persönlichen funktionierenden elektrischen Geräte in der Zentrale abzugeben. Tatsache, das ist ein Flugzeug, ja? Alter, geil. Nee, das ist doch ein Helikopter. Sah komisch aus. Krasser Scheiß. Auch wenn nicht sehr viele hier Platz haben. Irish ist voll in Ordnung. Bringt uns immer in solche Situationen. Vielleicht sollte ich dazu mal was sagen. Aber die Einheit darf die Entscheidung des Anführers niemals in Frage stellen. Das ist schlecht für den Zusammenhang. Ich dachte, ich bin der Anführer. Auf der anderen Seite darf man das Gewissen nicht komplett ausblenden, oder? Ja, was weiß ich. Letzten Endes war es deine Entscheidung und nicht Irish. Hey, Irish! Back! Hey, was geht, Clara? Hier für dich. Oh, wie süß. 396 Überlebende. Größtenteils Frauen und Kinder. Das haben wir gut gemacht, oder? Ja. Hey. Komm schon mal, du glaubst doch diesen Sie sind der Feinscheiß nicht. Nein, natürlich nicht. Aber nicht du hattest das Kommando. Dann hat es Wrecker übertragen. Ach komm schon, Peck. Worum geht's hier überhaupt? Das Richtige zu tun oder um das Scheißprotokoll? Weißt du was? Sollen die da oben klären? Ich rede mit Garrison, wenn's ein Problem gibt. Nein, nicht du, sondern der Squadleader. Ich guck mich nur mal kurz hier ein bisschen um. Triff dich mit Garrison. Nur ein paar Bodies. Wenn Garrison sauer ist, dann ist es halt so. Es war das Richtige. Und deine Argumentation musst du doch fallen, Irish. Ach, wir sind wahrscheinlich jetzt... Ach ja, Garrison ist der Captain, klar. Da steht noch einer rum. Das dürfte ein Panzer sein, ne? Wieder etwas dunkel.
Oh Mann, es geht wieder los. Hey Leute! Platz da, Leute! Macht Platz! Was ist? Seht euch das an. Da. Nicht zu fassen. Das ist nicht gut, Mac. Vielleicht. Tombstone! Gott zum Geier ist Tombstone! Sergeant Wrecker, holen Sie Ihre Männer zu mir! Unterwegs, Sir. Komm, Wrecker. Ah, da müssen noch welche überlebt haben. Ich frage mich, ob das Schiff stillsteht oder ob es auch wegschwimmt. Ihr müsst schon in die richtige Richtung gucken, ja. Hey, Wrecker, wir müssen los. Ja, ja. Krasser Scheiß. Komm, Wrecker. Die Zeit wird knapp auf der Titan. Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie im Meer versinkt. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommen. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant Wrecker, Agent Kovic übernimmt die Führung. Seine Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, wegtreten. Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst deinem Squadleader. Ich schaffe Platz für Überlebende. Die Valkyrie geht in Defensivposition, einen Kilometer östlich der Titan. Agent Kovic, lassen Sie antreten. Wir durchsuchen die Titan nach Intel und Überlebenden. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Hier kriege ich gar nichts. Waffenlager. Eine Schrotflinte. Sturmgewehr. Ich wähle mal eins aus und gucke dann, wie die anderen so sind. Das ist gleich besser im Hüftfeuer. Sonst nichts. Hier ist natürlich Stabilität noch besser, aber Präzision ist schlechter. Schaden und Präzision, Reichweite sind hier besser. Budan Karabiner, Hüftfeuer ist da besser. Schaden wäre hier natürlich am geilsten, bei einer Schrotflinte. Oder wir wären Scharfschütze, bloß ich kann damit doch nicht umgehen. Hat wie sich doch jetzt schon die Magazingröße. Ist naja, auch nicht gerade doll. Ich nehme das Ding einfach nochmal. Obwohl, ich probiere mal eine Schrotflinte aus. Jetzt muss ich noch eine Sekundärwaffe auswählen. Kann ich hier noch was anderes nehmen? Oh. Dann laufen wir mit den Waffen mal los, oder? Oder mit der? Ich habe ein Rip klar gemacht. Los! Ein Watt? Wir sind die Trottel vom Dienst. Lass es, Irish. Jetzt geht's. Ach, wahrscheinlich ist das. Beeilung, Marie. Die das Zeit Ding. Ist gegen uns. Sergeant Wrecker an Steuer. Interessant, wie schnell das Boot weg ist. Darf ich damit etwa fahren? Keiner weiß, was hier los ist. Aber das ist eure Gelegenheit, Licht in die Sache zu bringen. Vermasselt es nicht. Verstanden, Agent. Die Menschen auf der Valkyrie verlassen sich auf uns. Hier geht's nicht nur um die Valkyrie, Junge. Hammer. Sieh sie dir an. Hier wäre ich beinahe gelandet. Hui. Wie lange dauert es wohl noch, bis das Schiff untergeht? Lange genug. Ich habe nicht mal Schäden gesehen, dass das Schiff genau untergehen könnte. Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du frisst uns ins Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Agent Kovic. Leave it, Marine. Ich genieße die Fahrt, wie ich es tun soll. Unter der
verteilt, dann ist dein Riff ab. Kann niemand sehen! Wo steckt die Crew verdammt nochmal? Ja, das frage ich mich auch. Nehmt euch voller Wasser! Glaubt's nicht! Glaub es ruhig, kleiner Bruder. Irgendjemand hat sie erledigt. Glaub ich, Sir! Wo müssen wir hin? Wie kommen wir rein? Atme um und kreis sie! Sucht nach einem Loch im Rumpf oder so! Ach genau, und zufällig ist dann wahrscheinlich eins da. Da! Ein Loch im BGB! Ich hab solche Schäden schon mal gesehen! Chinesische Schiffsabwehrrakete! Fahr durch, Wrecker! Passt auf! Die Titan wurde nicht vom EMP in Shanghai getroffen. Sie hat mehrere Stunden lang Berichte gesagt. Die wir sollten uns beeilen. Krabbel, krabbel, krabbel. Würde mich... Was war das denn jetzt wieder? Würde mich wundern, wenn hier noch Gegner an Bord sind. Wäre ein bisschen dämlich eigentlich. Aber das werden wir wohl erst in der nächsten Folge erfahren. Spitze, bedanke mich. Bis dann.